Ja, das ist hier ein ganz besonderes Konzept, nämlich eine Werkstatt-Kita. Ich kann nur sagen, also die Kita ist durch und durch kreativ und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Kinder hier jeden Tag durch die Werkstätten ziehen und ausprobieren, kräftig arbeiten, werken, malen, experimentieren. Es ist unglaublich, was hier für Möglichkeiten sind und wir befinden uns hier auch an einem ganz besonderen Ort, weil hier gibt es studentisches Wohnen, ein Künstlerhaus gegenüber, eine Musikschule. Also hier ist eigentlich ein Campus und ich hoffe, dass hier das Leben und die Kreativität pulsieren wird. Und ja, das Land Berlin nimmt ja sehr viel Geld für den Kita-Bau in die Hand und uns ist es ja gelungen, in den letzten Jahren über 50.000 Kita-Plätze zu schaffen, aber die benötigen wir auch dringend und es wird kräftig weitergehen mit dem Kita-Ausbau. Als Leitung der Kita Selma-Lagerlöf-Straße bin ich unglaublich dankbar, dass wir heute Eröffnung feiern konnten und dass wir gemeinsam mit dem Team 100 Kindern die Möglichkeit schaffen können, beim Eigenbetrieb Nordost ihre Potenziale entfalten zu können.